Hallo, ich bin Andreas. Unsere Seele ist die Reisende. Da möchte ich etwas zu sagen, ein paar Worte. Ich glaube nicht so an den Tod, wie vielleicht die meisten Menschen glauben, sondern ich glaube, dass wir unseren Körper abgeben, wie auch immer, und wodurch auch immer, aber wir leben weiter, unsere Seele lebt weiter, und darum glaube ich nicht, dass ich nach meinem Ableben in einem Grab liegen werde, da liegen werde, wo der Körper ist, und weil ich nicht daran glaube, sondern ich glaube, dass ich weiterlebe, existiere und weiterreise, habe ich auch nicht dieses in mir, was sehr, sehr viele Menschen haben, dass ich viel Besitztum haben muss in Materie, Reichtum, ob Häuser, Haus, Land als wirklich Eigentum über mein Ableben hinaus. Denn für mich ist völlig klar, wenn ich reise, ich werde nichts mitnehmen können, nicht ein Krümel Erde, nicht ein einziges Haar. Deshalb brauche ich auch keine Häuser und nicht Grundstück als Besitz. Sondern wenn ich so etwas habe, dann heißt es für den momentanen Nutzen und nicht darüber hinaus. Und ich möchte auch als Seele fliegen können und frei sein, reisen können. Ein freies Wesen, das sich freiwillig in Freiheit entwickelt. Und ich weiß für mich, ich werde hier sein, auf der Erde, in diesem Raum, auch wenn es nicht mehr der menschliche Körper sein wird, aber ich werde irgendwo sein, immer irgendwo sein. Und das habe ich schon als Kind gehabt, dieses Gefühl. Schon als ich 5 oder 6 Jahre alt war, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was ist wohl, wenn du das machst, was die Menschen Sterben nennen. Und da war bei diesem Gedanken auch als Kind nie Angst oder irgendwie so etwas, sondern es war für mich auch schon als Kind klar, ich werde etwas anderes sein. Und was möchte ich denn sein? Welches Wesen? Und das geht halt vielen, vielen Kindern so, vielen Kleinkindern so. Und das ist sehr schön. Ja, und darum habe ich auch vieles nicht in mir. Ich habe zum Beispiel nicht das, was viele Menschen haben, dass ich viel an Reichtum haben muss. Reichtum, Reichtum, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich habe noch niemals meinen Wert darauf reduziert, dass ich materiellen Reichtum habe. Deshalb habe ich auch noch niemals ein Konto gehabt, ein Sparkonto, auf dem irgendwie viel Geld war oder so. Und deshalb habe ich mich auch nicht so entwickelt, dass ich Eigentum habe. Ja, das ist so. Und ich habe auch niemals, obwohl ich in vielen verschiedenen Berufen gearbeitet habe und viel verschiedene Arbeitsstellen hatte, noch niemals bei der Wahl eines Arbeitsplatzes die Auswahl danach gemacht, wie viel Geld ich irgendwo verdiene, sondern immer danach, interessiert mich das, entspricht es meiner Neigung, habe ich Lust dazu, das zu machen oder nicht. Und das ist eigentlich immer die einzige Entscheidung gewesen oder der einzige Maßstab gewesen. Und das ist es auch bis jetzt. Und ich glaube immer noch daran, wenn ich gehe, ich werde reisen, aber ich werde, was Geist betrifft, präsent sein. So. Und das ist ein schönes Gefühl und das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Okay, ja. Und auch für die kleinen Kiddies, für die kleinen Kinder. Ja, ich denke und empfinde genau so wie ihr. Jetzt sind wir dies und das und danach werden wir etwas anderes sein und wir überlegen uns jetzt schon mal, was wir vielleicht gerne sein möchten. Okay. Und wenn ihr euch das Video anschaut, der kleine Esel bei mir, dann könnt ihr auch erfahren, wie schnell man
wiedergeboren wird als die gleiche Seele, die gleiche Person sozusagen, das gleiche Wesen mit dem gleichen Charakter, mit dem gleichen, ja, mit den gleichen Eigenschaften, aber in einer anderen Körperform. So, das ist kein Aberglaube, sondern das bedeutet, lebendig zu sein in dem Kreis des Lebens, in dem Lebensraum. Ja. Okay. Und ciao. Thank you.